neu. Toll, jetzt hallo ihr Lieben und ich auch. Herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich werde getrollt hier, glaube ich. Ja? Ich glaube, ich werde getrollt. Wer zählt denn hier? 3. Du hast gesagt, 2. Ich soll langsam zählen. Ja, ich dachte, du machst es nur einmal aus Spaß, aber und die Null war toll. Nein. Jetzt begrüßen wir mal vernünftig hier. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit dabei sind der mobbende Valkyrie. Hi. Der mobbende Abo. Ja, was? Ja, ah, ja. Sieht's aus. Und mein allerliebster Bad. Wer haut mich? Sag mal. Ich weiß nicht, hier kam gerade jemand durch und der ist da lang. Oh, oh. Oh, ihr macht jetzt schon wieder alles kaputt, ne? Nur er. Der Bärtige in dem roten Polunder. Der Bärtige? Du hast einen Bart. Ach so, Bart. Bart, also Bad wie Bart. Also Bad. Also, ja, wollen wir los? Ja, ich bin noch nicht ganz leer. Sofort. Ich packe meinen Krams eben aus. Also ich habe die Spikes da eben neu gesetzt und den Stacheldraht in der Ecke, wo die Zombies gewütet haben. Halt, ne? Und ich packe mir hier mal schnell eine Kiste rein, dass ich dort so mein Schild anschmeißen kann. Ich mach das jetzt auch einmal schnell, damit wir schneller los können. Sag mal, Abo, ich muss meckern. Nein, ich hab die Pflanze mitgenommen. Schon mal wieder. Ja. Dann mecker doch. Der meckert doch. Oh. Man kennt ja nicht alles von dir. Eben. Woodframes sind hier immer noch. Was sind da? Ja. Woodframes. Was? Wie Woodframes? Ach so. Du meinst da, wo die Rams hinkommen noch. Hm. Weißt du, wir hatten letztes Mal die Horde. Hm? Wir haben jetzt, was haben wir, 8 Uhr? Ja. Und der motzt. Ja, furchtbar, ne? Schlimm. Ich überlege, ob ich die SMG mitnehme. Ich glaube ja, ich habe zwar nur noch 37 Schuss, aber kann ja trotzdem den Arsch retten, ne? Irgendwie. Unter Umständen. Also ich werde meine gute Waffe nicht mitnehmen, weil wir können ja keine Dingens herstellen. Ich. Ja, aber vielleicht finde ich Munition. Also das wäre so. Aber eine Range nehme ich mal mit. Möchte einer von euch einen Ledermantel haben? Nein, danke. Nö, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, bin ich überhaupt nackig? Ja. Dann packe ich den jetzt einfach mal in die Kiste. Es wird mir wieder so warm. So, wer hat denn hier Bad? Du solltest ja auch Licht mitnehmen. Ich habe einen Helm. Ja, aber kein Licht. Was war das denn? Krass. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was im Spiel? Entschuldig. Ich glaube, da hat einer angeklopft. Ich gehe mal gucken. Hab ich irgendwas verpasst? Kartoffeln sind. Na, wie schön. Wenn wir zurückkommen, können wir abernten. Ich sollte vielleicht jetzt schon mal was essen. Also SMG, ja, lass ich hier. Ja, okay. Essen ist gut. Lass ich hier. Dann lasse ich die SMG hier. Wo haben wir denn Essen? Ich dachte mir nur, also ach, unten. Das kann dann ja oder den Arsch retten, ne, wenn man so ein paar Schuss dabei hat irgendwie, ne? Ja, unter Umständen ja. Es könnte einem aber auch einfach Platz wegnehmen. Ja, das. Ja. 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 Auf dem Rückweg können wir auch noch ein bisschen Fleisch mitnehmen, wenn wir finden. Ja. So, okay. So, wollen wir denn noch Wasser? Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist noch unten, ne? Wasser müssen wir haben. Hier unten in dem Gang. Da müsste doch Essen sein und trinken. Ich habe doch da eine Getränkekiste und eine Essenskiste hingestellt. Ja, klar haben wir da noch Wasser. Reichlich. Na, so. Also ich habe 178 Schuss, das sollte ja reichen, ne? Und 178 Wattschuss. Steel Arrows, glaube ich, sind das. Das sollte wohl reichen, aber Stil sind es dann wahrscheinlich eher nicht. Das sind wahrscheinlich Iron. Ja, also Essen nehme ich eher eben, können wir uns ja nicht herstellen. Essen nehme ich nicht mit. Nehme für den Hinweg Essen mal. Essen müssen wir ja stattfinden. Ach, hier ist auch noch ein netter Helm. Ja, gut, kann man natürlich auch mal. Ich habe mir jetzt was eingesteckt. Müssen wir in der Stadt finden. Denn Futter und trinke ich mich jetzt aber einmal voll. Moment. Einfach ich nehme zur Sicherheit. Die Ranch mit? Nee, ne? Nee, ich nehme keine Ranch. Also ich habe sie weggepackt. Ja, kostet nur Platz. Holz nehme ich auch nicht mit. So, ich habe noch, ja, Pfeile und Splints noch dabei, zwei. So. Ich finde kein Wasser. Ja, dann guckst du mir an die Kiste und dann springt es dich förmlich an, die zwei Reihen Wasser, die da drin sind. So Unrecht hat er nicht. Wir haben zwei Essenskisten. Brauchst du nur beide zu öffnen und dann siehst du es direkt. Bin ich denn? Ja, bist du. Also kannst du nur sein. Das sind zwei Reihen Wasser. Da schon mal nicht. Da ist Essen. Du, in der einen ist nur Essen und der anderen sind nur Getränke. Man kann da nichts falsch machen. Die beiden blauen Kisten vor dir. Ich weiß nicht, wie das anders erklären soll. Ja, da sehe ich auch eine ganze Menge Wasser. Das ist auch diese Melodie. Ach nee.
Es ist sortiert sogar. Du musst ja, nur von oben nach unten gucken. Ja, das, ich habe das nicht als blau gesehen bei mir. Alleine, wenn man den beiden zuschaut, ne? Ich sehe das. Die beiden Alten von der Muppet Show. Guck mal, der eine in seinem Mantel da so gebückt vor der Kiste mit seinem Hut da und die nackige Vermummte da hinten. Kennst du die? Die nackte Vermummte da? Schlimm, bin ne? Bin ich nackt? Naja, du hast Müschen an. Oh nein, ich bin nackt. Also du bist vermummt. Das können ist wir jetzt Ordnung. Los. Ja, wir können. Tschüss. Wenn dieser fette Name nicht über deiner Stirn stehen würde, dann könntest du auch ganz unbehelligt irgendwie... Aha. Ich fahr das nicht. Die haben es noch geschafft, die beiden. Ach, er hat's so gemacht? Ich nicht. Ja, meinst du, ich mach das? Ja. Ja. So. Ups. Du Mädels. Wer tut mir denn weh? So, warte mal. Zum Sterben geht's hier lang. Du warst das und du warst das. So. Nein, ich hab doch gar nichts gemacht. Warum hab ich denn nicht? Also, ich bin ultra lieb. Wo wollen wir hin? Warte auf mich. Zur Stadt? Du bist der einzig Liebe hier. In großer Big City? Was? Ja. Big was? City? Ja, die große. Ja, dann wollte also, ich ja. Die kleine haben wir hier nirgendwo. Also ich möchte jetzt nur mal anmerken, ich habe schlechte Erfahrungen mit Well loszurennen. Der stirbt immer weg. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber normal bei ihm, also. Ja, aber Xyra hat die. Oh, ein Pistol Grip in Gelb. Sehr schön. Was habe ich? Du hast noch keine schlechten Erfahrungen mit mir gesammelt, was Sterben angeht. Deshalb gehst du jetzt nicht mehr vor. Ein Pistol Grip in Gelb. Mhm. Mhm. Ja. Ist da irgendwas Zweideutiges dran gewesen? Nein, ich habe nur das Grip erst im zweiten Moment gehört. Und wie das Gelb noch hinterher geschossen kam, da war es doch merkwürdig. Ich find's nur irgendwie putzig, wie Well jetzt schon wieder was Zweideutiges vermutet. Ja, das ist so eine Nachfrage mit Sprechpausen. Oh, so viele Hirsche hier, du. Wo? Was ja, denn los? Aber hier? Wenn man wo sie denn? Sucht, denn ich hab noch nicht. Oh, da! Hier. Das ist schon der zweite denn? Oder dritte. Ja, auf der Straße eben gerade war auch einer. Wo seid denn ihr? Ach, da hinten. Eigentlich da. Hast du uns nicht wir sind doch hier alle zusammen, oder? Ja, ich muss euch mal wieder Dings. Oh, das muss ich auch machen. So, was habe ich denn hier? Ich habe nur Angst. Habt ihr alle euren Spiked Club dabei? Wir hatten, glaube ich, alle einen, ne? Ja, ich habe für alle einen gemacht. Sag mal, ich hatte so eine Quest angenommen, die ist fehlgeschlagen. Das ist ja auch schön und gut. Wie kriege ich jetzt die doofe Anzeige da rechts weg? Weiß das jemand? Nee, die ist ja nur für die Zeit fehlgeschlagen. Die bleibt aber drin, bis du sie erledigt hast und dann kriegst du halt nicht so viele Punkte, sondern halt nur einen. Okay. Du kannst die aber, wenn ich nicht irre, in dein hier wo Map und alles ist, ausschalten. Da ist ja noch ein Harry. Oh, da ist die Stadt, wo wir hier gleich runter. Wo die Karte ist, kann ich das ausschalten? Was? Wo? Die optisch ausschalten? Ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht wo. Wollen wir hier gleich runter? Da ist ach, Show on Map, Remove Quest, Toggle Active. Ah, okay, ich kann sie. Ich kann sie auf inaktiv. Ah, nö, dann lassen wir die jetzt aktiv. So, ich bin hinter euch. Ich habe ein bisschen Respekt hier. Wollen wir ich auch. Links den Zombie erst oder wollen wir einfach geradeaus den Hirsch weiter? Wir laufen dem Hirsch, der weiß, wo es hingeht. Ja, immer dem Hirsch nach. Genau. Er kennt sich aus. Wo ist er denn? Hallo, Harry, sag mir mal. Gibt's einen Plan oder was? Der heißt bestimmt Geronimo Röder. Reingehen, alles looten, lieben wieder rauskommen. Das ist der Plan. Okay. Also wir können eigentlich, egal in welches Haus, wir können hier, den nehmen wir erstmal weg. Zusammenbleiben, trennen? Nee, zusammenbleiben ist, glaube ich, am besten, oder? Allein, wenn so ein Hund kommt. Achso, der war schon. Der hat nur Brot drin. Ja, für so einen Hund, da haben wir jetzt, Xyra, du hast ja Pistole, ne? Nee. Hast du nicht? Nee. Ja, die wäre in der Stadt natürlich ganz nützlich von wegen Hunde. Oh, Hund! Wo denn? Wo? Hier, vor mir. Ich hatte nicht genug Schuss mehr, dass weg ich das er. Gelohnt hätte. Das ging ja fix. Wollen wir das Leder mitnehmen, stimmt. Ja, ne? Ich würde sagen, wir räumen erstmal auf. Was haltet ihr davon? Ja, macht mal. Ja. Gut, ich helfe mal. Ich gleich auch. Oh, von hinten kommen ja auch welche hier, von der Straße aus. So, jetzt kann ich auch mitmachen. Oh, hey Digga. Oh, nicht getroffen. Ich glaube, alle sind gerade hochkonzentriert, weil keiner redet. Ziemlich. Genau. Willst ich bin gerade einfach nur tierisch angespannt. So, siehst du wohl?
Oh, diese Zappelkerle, ne? Die sind so furchtbar. Ach, wo ist er denn? Ach da. Der zappelt aber auch rumher. Ich hab aber auch das eigentlich gut. Jetzt hat das eigentlich gut mit dem Klapp? Ja. Ja, schon. Ja. Naja, dann finde ich halt auch mal irgendwie. Ja, klappt gut. Also der Spike klappt schon gut. Ja, ich mach das auch ganz gerne im Vorbeilaufen. Warum machst du die Leichen hier weg? Knochen? Also, ich wohne hier nicht mehr, ist egal. Knochen? Ach so, au! Da hat sich einer irgendwas gebrochen. Nee. Ja, nee. Ich glaube, well, nee, okay. Nee, aber nee, das war der Neckbreaker. Dann ganz gemein. Ich geh mal hier rauf in dieses Gebäude hier. Ich komm mit dir. Wenn noch jemand Woodfriends braucht, dann hab ich dabei. Oh, ich hab eine lila Sonnenbrille, wie geil. Und ich nehme mal ein bisschen Autos auseinander. Und ich klopp mich hier mal rein. Fertig. Ich hab auch mitgeholfen. Ja, ich weiß. Und, was ist da für ein schönes Buch drin? Nur Papier. Echt? Hm. Ja. Okay, wollen wir die Autos lootbar lassen? Wieso? Ich höre einen Spucker. Oh, ich habe einen Leck. Warum willst du denn die Autos lootbar lassen? Was meinst du mit lootbar? Ach so, wegen den Respawn? Ja. Ja, Autos würde ich sowieso nicht mit der Pickaxe abbauen, sondern nur mit der Wrench, ne? Ach nee. Wenn du keine Wrench dabei hast? Ja, hast du eine Wrench dabei? Oder wie? Ja. Ah, ich sehe den Spucker. Du hast eine mitgenommen? Okay. Ah ja. Ah ja. Du weißt doch, ich habe immer so viel überflüssiges Zeug dabei. Das ist doch Dialekt. Wie man sagt, bin jetzt oben auf dem Dach. Das klingt ein bisschen österreichisch. Leck. Ajo ist doch nicht Österreich. Oh ja. Nee, aber oh ja, doch irgendwie schon so ein bisschen. Aber wo kommst du denn her? Vielleicht aus der Pfalz oder so? Ich meine, Ajo ist von Schwamm, glaube ich. Mhm. Ja, kann auch sein. Kann auch sein. Oh, der Spuck. So. Wir jetzt noch mal kurz warten. So, jetzt kann ich... Wir haben das Gebäude hier klar gemacht, Xyra und ich. Ja, komm mal runter. Wir helfen euch jetzt mal hier. Wer ist denn das? Das ist doch hier, Mr. Redshirt. Den erkenne ich doch. Du brauchst hier den. Ja, lass uns den. Ach, der Spucker da. Willst du wohl aufhören, mich anzuspucken, du? Ja, ekelhaft. Na. Bert, wir müssen uns darauf einigen, dass wir gleichzeitig schießen. Und nicht kaputt gehen. Doch. Ach, schade. Mit Pfeilen ist das unheimlich schwierig, die überhaupt so zu killen, dass man sie... Ich wollte gerade den Pfeil loslassen und da hast du ihn angeschossen und der torkelt zwei Schritte zurück, du. Ach so, und derzeit kann man den nicht wieder anschießen? Doch, kann ich schon. Doch, aber man trifft ihn ja nicht. Eben. Der ist dann gerade mal zwei Schritte zurück, lieber. Ich gehe mal todesmutig rein. Mhm. Ich nehme hier halt noch ein bisschen Metall mit. Oh, ich habe einen Motor. Ist ah, noch ein. Kannst du zu den anderen 20 legen? Oh, ich bin gerade total ruhig, weil ich gerade total konzentriert bin. Ist das eine Tür? Oh, knurrst du mich an? Ein bisschen. Hilfe. Was okay, das war gerade niedlich. Du nix. Ich fand das nur beängstigend. Wir haben ja ein neu verfließtes Los. Cool. Da geben wir ja gleich viel lieber kacken. Da kommen so ein, zwei, drei Zombies auf uns zu. Ich bin auf dem Dach. Möchte jemand einen blauen Cowboy-Helm haben? Ein Cowboy? Ein Cowboy, ich glaube, ich habe sogar einen. Cowboy-Helm, Hut? Nee, egal. Ich streich das einfach. So, wo geht's denn hier hoch? Ach da. Ich höre doch nichts. Sagst du, bist auf dem Dach? Hab ich die schon mal gelernt? Shotgun Schematic, Moment. Oh, das war der falsche. Hast du, Nein. Ich gehe in dem Gebäude hier mal nach oben, oder ist da schon jemand? Mensch, wo kommen die denn alle her? Oh, da steht da schon jemand. Na toll, hier war ja schon über jemand. Ja, ich stehe hier. Wer ist denn das hier? Ach so, das bist du. Okay. Shotgun? Yes, F. Oh, ein Safe. Ein Gun Safe. Den klopp ich mal auf. Da sollten wir mal in eine Sparkasse rein, ne? Ist hier eine Bank drin? Ja. Leute, wo seid ihr? Ich bin vor der Haustür und habe ein wenig zu tun. Na, was drin? Scrap? Na, ne?
Gehst du gleich mal gerade? Du kannst ja genauso gemein sein. Geh doch. Boah, Alter! Geh weg! Bad, nicht sterben. Du brauchst Hilfe. Ich gebe mir Mühe. Komm ins Haus. Oh. Komm ins Haus. Ja, hier draußen steht doch jemand. Oh, der steht ja wieder auf. So, ich bin jetzt ganz oben. Ich auch. Digga, guck mal her. Oh, ein Moment. Willst du das wohl? Nein! Lassen! Was? Nein! Ich komme hier nicht weg. Was tust du? Ah, jetzt komme ich. Oh. Wieso ist denn da... Ich habe ein Buch gefunden, da sind 4 Rezepte quasi drin. Bei dem 2. Rezept steht bei mir schon bekannt, bei den anderen 3 nicht. Wie geht das denn? Habe ich das zu Ende gelesen? Rezept auch einzeln? Ja, vielleicht. Hast du jetzt wahrscheinlich von hinten nach vorne gelesen. Also, wir können jetzt Minibike bauen. Ja, das ist doch schick. Also, rein theoretisch könnten wir Minibike bauen. Das ist cool, ne? Warum bin ich denn jetzt... Woran bist du gestorben, Abo? Leute, hört auf. Ich glaube, da war irgendwie ein stummer Zeuge hinter mir. Wir sind mitten in der Aufnahme, da kannst du doch nicht sterben. Bad, bist du denn wenigstens ja, noch da? Ja, da war ein Stummer, ich jetzt macht sie Krach. Ich bin quasi wieder auf dem Weg zurück. Also zurück zu euch. Ob wir dann mal eben warten hier, bis... Nein, macht so. Mal. Ihr könnt euch ja schon mal um der Tante kümmern, die da an meinem Rucksack steht. Ist die Frage, wo dein Rucksack ist. Xyra, ich gehe runter. Kommst du mit oder bist du nach oben? Ja, wo bist du? Ich finde gerade die Treppe nicht. Ganz unten. Ach, ich bin ganz unten jetzt. Ja, ich bin auf dem Weg. So, wo ist Bad denn jetzt? Bad? Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Rucksack. Wieso, du bist auch tot oder was? Ich bin kurz vorher gestorben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Bad hat heute, lass uns hier allein. Bad hat heute den Weltquai gemacht. Okay, hier krabbelt was an einem Rucksack. Hier, dann sorg mal dafür, dass mein Rucksack nicht gut hat. Da ist schon nette Sachen drin. Er ist schon erledigt. Komm, dann nehmen wir uns den hier nach vor, Xyra. Die vernichten auch die Rucksäcke, oder was? Nein. Ich habe eine Challenge bekommen. Wenn, dann ist es ganz versehentlich, dass sie das machen. Ganz versehentlich, okay. Na, wirklich? Wir passen hier auf. Scrap. Xyra, hast du Stoff oder so? Kann ich den nehmen? Dann können wir den... ich habe einmal Stoff, ja. Ach so, gut. Kannst du mir sonst... Hä? Ich schmeiß dir mal hin. Equip? Bitte schön. Moment. Ich hab einen Wasserhahn eingesammelt aus Messing, ne? Ja. Den kann ich anlegen als Waffe. Als was? Hier, warte mal. Siehst du den? Habe ich jetzt einen Wasserhahn in der Hand? Nee, also nee, weil... Ach, ich kann ihn setzen. Ah ja. Setzen kannst du den. Oh ja. Echt? Okay. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Was ich bei mir die Wasserhähne reingemacht habe. Ach, da seid ihr. Ach, du siehst uns schon? Ich stehe quasi neben dir. Er ist noch mit seinem Wasserhahn beschäftigt. ich steh auch gerade ein bisschen neben. Das ist nicht dein Rucksack hier, ne? Das ist Avos Rucksack, oder? Nee, meinen habe ich schon in der Hand. Okay. Oh, Brandy. So. Dann, ja. Ich bin gleich da. Also ich sehe die Stadt schon. Ja, dann lass uns doch eben kurz warten, ne? Oder? Ja, natürlich. Wir passen hier auf den Rucksack auf. So, ich brauche noch einen Infected Survivor. Weiß jemand, wie der aussieht? Einen infizierten Überlebenden? Weil dann habe ich meine Quest voll, stelle ich gerade fest. Ich weiß nicht. Das sind doch genug deiner Stadt. Jetzt sollte man mal überlegen, was ist ein infizierter Überlebender? Ja, das ist die große Frage. Ich dachte mal, es wären die Zombies. Das ist einer, der noch halbwegs gut aussieht, aber der sich trotzdem schon scheiße fühlt. Die Erklärung ist sehr gut. Oh, bei euch ist eine Biene. Oh. Ja, ich sehe. Was? Nein, keine Biene. Oh, die hört man nicht. Das ist eine Stimme. Ich bin eine Biene. Jetzt höre ich sie. Warte mal. Warte. Die lieben Rucksäcke, die Bienen. Wollte ich mit der Faust auf die Biene. Ja, warum denn nicht? Weil dein Rucksack da liegt. Ja, aber da war doch jemand. Jetzt erst die Hand in den Rucksack stecken. Und danach darfst du die Hand in die Biene stecken, wenn du möchtest. Ach so. Das muss mir doch einer sagen. Wollen wir das systematisch abklappern und einfach hier der Straße weiter folgen? Ja, ne? Dann lassen wir nichts aus, ja. Ne, oder? Kann von euch noch einer Wasser gebrauchen? Nö. Also ich hab. Ja, aber hast du da noch ein bisschen Platz dann?
Hast du mehr Wasser? Ich habe noch 3 Gläser Platz bis 15. Dann nimm mal die beiden bitte noch. Ah, da, okay. Ja. Weil dann habe ich hier nämlich auch wieder einen Platz übrig. Ja, du, ich habe auch schon Kaffee, Bullet Casings, Stoff. Stoff kann ich wegschmeißen, sonst. Und du meinst, und Scrap schmelze ich ein. Das scrappe ich einfach. Einfach aus Platzgründen würde ich das scrappen. Auch wenn es ja ein bisschen mehr bringen soll, wenn man es direkt einschmilzt, aber es macht die Taschen so zu. Ja, gut, es spart Platz. Öl und Klebstoff. Falls jemand Öl und Klebstoff hat und loswerden möchte. Nee, noch nicht. Tada! Da rennt er hier an dem Müll vorbei. Ist ja unglaublich. An dem leeren Müll. Ja, du. Oh, ein Meat Stew. Das riecht doch bestimmt, ne? Jeho. Dann esse ich's mal eben. Und an dem Nest rennt er vorbei. Was für ein Nest? Hier oben. Du bist eben an Müll und an einem Nest vorbeigelaufen. Ja. Ich saß heute den ganzen Tag so für ein Computer. Oh, Hunde! Oh, ne? Wo seid ihr? Ich komm zu dir. Ich bin hier oben recht safe gerade. Ich sehe die Hunde nicht. Bad? Der rennt gerade links außen rum. Jetzt ist er hinterm Haus. Der, ich weiß nicht, was er macht. Oh, der rennt gerade durch die Gegend. Wo ist er denn? Ist hier gerade ein bisschen schwierig. Ah, hier, da. Da unten steht er. Xyra, da, unter der, hinter dir. Hinter mir? Ja. Hinter dir? Jetzt kommt er auf. Oh nein, nicht hoch. Bert, kannst du auf ihn schießen von der anderen Seite? Nee, ich sehe ihn gerade nicht. Da. Ja, hier ist er doch. Wo ist er denn? Da ist er. Er springt wie so ein... Hund kommt hoch. Hund ist der ist ganz schön doof, der Hund. Du reizt ihn nicht. Ich hab eine Idee. Stirb doch mal! So, wieso sind der durch dich durch und will zu mir? Der ist tot. Aber da unten ist noch eine Lady, die kommt jetzt hinterher. Pass auf. Ja. Sowas nennt man Face-Akku, mein Freund. Das glaube ich auch. Jetzt stirb doch. Ach, du bist ja schon tot. Also Hund ist weg, ja? Ja. Der Hund ist weg. Okay. So, okay, ich guck gerade mal so. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber wir sind bei fast 22 Minuten. Oh, siehst du, hab ich gar nicht drauf geachtet. Wollen wir Aufnahmepause machen und dann in der nächsten weiter looten? Würde ich sagen, in der nächsten weiter. Hier vorne ist ein attraktives Apartmenthaus, aber ich weiß nicht, wir können uns mal eben überlegen, ob wir. Ich komme jetzt erstmal zu euch. Wollen wir einfach der Reihenfolge nach looten oder wollen wir große, die tollen Gebäude suchen oder sowas? Oder wollen wir auch so ein dummes Apartment haben? Ach, wir looten der Reihenfolge nach, weil dann nehmen wir alles mit. Wir müssen ja auch jetzt nicht alles machen, sondern wir können es ja nach und nach machen. Ja, aber es wäre natürlich gut, wenn wir nach der Bank gucken. Weil mit unseren Stahlpickaxes, da sollen richtig gute Sachen drin sein. Ja. Okay. Das sind 12 Safes drin. Da sind 12 Safes drin, ne? Oder 16. Naja, dann müssten wir uns aufteilen und einfach mal durch die gesamte Stadt laufen, aber dann hast du Hunde am Arsch und zwar richtig, ne? Irgendwie. Haben wir? So. Naja, wenn du einmal durch die Stadt rennst, hast du bestimmt 5 Hunde hinter dir her. Okay. Ich finde, das ist eigentlich eine Diskussion fürs nächste Mal, um zu wissen, wofür wir uns denn entscheiden. So will ich das auch sehen. Sonst verraten wir jetzt ja vielleicht schon was. Guckt euch mal das Meli an. Ja, mach mal, das steht. Guckt euch die an. Die hat ja so einen Spaß, hat die. Die läuft immer im Kreis und dann läuft... Ja, jetzt läuft sie euch hinterher. Vielleicht grenzstabil. Wir haben 16 Uhr. So. Ich würde ganz gerne deine Feueranbruchstellung, die hat noch ein sicheres Haus suchen. Genau, also. Ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, dann... Lasst uns ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Tschüss. Tschüss.